Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder eine Rezension für euch. Dieses Buch wurde mir quasi empfohlen. Ich habe dazu ja auch eine Buchbox gekriegt, also im Zusammenhang mit dem Buch. Da habe ich ja auch ein Video dazu gemacht und heute habe ich den zweiten Band gelesen und muss sagen, bin schon angetan. Also, um was es geht? Es geht um dieses Buch hier. Black is Back von Biggi Berchthold und Veronika Engler. Das ist von zwei Autoren geschrieben. Und die liebe Biggi hat mich eben angeschrieben, hat gefragt, ob ich das Buch lesen möchte. Und dann habe ich mir die Buchbox bei ihr bestellt und da war das Buch eben dabei. Und jetzt habe ich das Buch gelesen. Es ist der zweite Band, was ich vorher nicht wusste. Macht aber nichts. Man kann, denke ich jetzt mal, die beiden Bände, den ersten oder den zweiten Band, unabhängig voneinander lesen. Den ersten Band habe ich schon angefangen. Und jetzt gibt es hier die Rezi zum zweiten. Also, um was geht es? Es geht um Jasper. Jasper möchte neue Wege einschlagen. Er will Toronto, seine Heimat, also Kanada, verlassen und nach L.A. gehen. Und er bewirbt sich dann im Casino als rechte Hand sozusagen, Stellvertreter irgendwie. Und lernt eine Frau kennen, die das Casino eben, eine sehr besondere Frau kennt, die das Casino leitet. Sie ist sehr besonders und er verfällt ihr sofort. Sie ist selbstbewusst, sie weiß genau, was sie will und hat einen sehr starken Schutzpanzer um sich herum gebaut. Und Jasper ist so ein bisschen unbekümmert, so ein bisschen spontan. Er versucht halt eben durch seine unbekümmerte Art so ein bisschen ihren Schutzpanzer so ein bisschen zu durchbrechen und zu gucken, wie er an sie, wie er wirklich an die wahre Viana rankommt, so heißt sie, Viana Beruti. Und sie hat sich da ein Imperium geschaffen. Das ist das beste und berühmteste Casino in ganz L.A. Und jetzt steht ein großes Pokerturnier an. Und da ist gut, dass sie da eine rechte Hand sucht, die ihr da ein bisschen hilft und sie ein bisschen unterstützt bei der ganzen Arbeit, die sie da hat. Und Jasper ist von Anfang an natürlich Feuer und Flamme für den Job. Und aber er denkt auch, also in dieser knallharten Geschäftsfrau, und da muss doch noch ein bisschen mehr dahinter stecken. Da gibt es doch mehr. Und es gibt manchmal Situationen, wo sie langsam, oder wo die Schutzmauer, die sie um sich herum gebaut hat, langsam anfängt zu bröckeln. Da kommen dann so kleine lichte Abschnitte auf einmal raus, wo man denkt, aha, okay, so und so. Also die Puzzleteile fügen sich nach und nach auch zusammen. Also wer da Romance mag, sollte auf jeden Fall die Reihe lesen. Wie gesagt, ich habe jetzt den ersten Band vor ein paar Tagen angefangen und bin sehr begeistert bis jetzt. Bin sehr überrascht bis jetzt vom ersten Band, aber jetzt geht es wie gesagt um den zweiten. Also ist alles dabei, was Dark Romance haben muss. Also wer Fan ist, sollte auf jeden Fall die Bücher lesen. Und mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Einfach auch, dass man beide Charaktere so ein bisschen, also stehen natürlich im Fokus der Geschichte, aber Viana hat mich echt überrascht, muss ich echt sagen. Also die, weiß nicht, wie sie sich die am Anfang vorgestellt haben, die beiden Autorinnen. Also wirklich sehr überrascht teilweise auch. Und sie ist auf der Suche nach etwas. Ich sag's jetzt mal so, sie sucht was, was jeder Mensch eigentlich wirklich essentiell wirklich braucht und was einfach wichtig ist im Leben. Und sie sucht, und sie kämpft auch für jemanden, der ihr sehr, sehr wichtig ist. Und Jasper kommt da, sagen wir mal, Anfang ein bisschen, also er kommt nach und nach eben, wie gesagt, an sie ran, aber wie gesagt, sie ist eben jemand, der genau weiß, was sie will und was sie nicht will. Wie gesagt, mit Jasper, mit seiner unbekümmerten, unbeschwerten Art, hat sie nicht so ganz gerechnet, aber es ist ein tolles Buch, ist relativ dick, wie ihr seht, aber das macht überhaupt nichts. Ich habe es wirklich in fast, ganz ehrlich, fast 3 Tagen durchgesuchtet, weil es einfach so eine tolle Geschichte ist und mir so toll gefallen hat. Ich bin ja auch ein großer Dark Romance Fan, deswegen passt es wunderbar ins Genre rein. Also ganz, ganz toll gemacht von den beiden. Also ich kann nichts kritisieren. Wie gesagt, Viana hat mich echt als Charakter sehr überrascht. Mal was anderes, mal was Neues. Das hat mich wirklich echt überrascht. Ganz, ganz toll. Also bitte, bitte mehr davon. Und ich kann wirklich nur 5 von 5 Sternen geben, was mich einfach total abgeholt hat. Von vorne bis hinten total stimmig, schlüssig, es passt alles. Also wenn ihr Fans seid, holt euch die Bücher, lest es. Und ich hoffe, ihr seid vielleicht genauso begeistert wie ich.
Die Rezension dazu, also die schriftliche zum Durchlesen, wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne angucken. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox und zwar findet ihr die Rezension auf meiner Lovebook-Seite. Da könnt ihr euch die angucken und euch durchlesen, wenn ihr wollt. Und natürlich auch hier natürlich eure Meinung zum Buch unten in die Kommentare schreiben. Ich würde euch gerne mal fragen, wissen von euch, lest ihr Dark Romance? Was mögt ihr dran? Oder sagt ihr, nee, Dark Romance ist doch nicht so meins. Warum? Das würde ich gerne mal von euch wissen. Einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Bin sehr gespannt auf eure Antworten. Jo, das war es eigentlich jetzt schon fast von mir. Wenn euch dieses kleine, aber feine Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren wollt, würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das macht. Wunderbar. Dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Und zwar die Links zu meinem Kanal findet ihr wie immer hier unten in der Infobox. Oder einfach hier unten rechts auf Abonnieren klicken. Dann seid ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe und verpasst auch nichts, wenn es was Neues von mir gibt. Und ja, ich würde mich jetzt von euch verabschieden, wünsche euch noch eine schöne Woche und sage Servus und Baba. Ciao!